nächste, die Robert zur Befragung bitten musste, war also Marion, die vor kurzem in der Kosmetikabteilung eingetroffen war und dort Duftöle in die aufgestellten Keramiklampen füllte, während sie immer wieder an ihrer selbstgebrauten Zitronen-Honig-Ingwer-Limonade nippte. Eckensberger hatte das direktoriale Büro kurzerhand zu einer Außenstelle umfunktioniert, damit er bequem vor Ort ermitteln konnte. Telefon, Computer, Scanner, Drucker, alles Notwendige war vorhanden. Und der Service ließ, wie er feststellte, ebenfalls nichts zu wünschen übrig. I love coffee, I love tea, I love the java java and it loves me. A coffee and tea, java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Zunächst hielt sich Marions Begeisterung, ihre morgendlichen Zeremonien vor Dienstbeginn unterbrechen zu müssen, in Grenzen. Bei der Befragung aber war sie in ihrem Element und mit ihrem Faible für Klatsch und Tratsch eine reichhaltige, wenn auch wenig strukturierte Fundgrube für Eckensbergers Nachforschungen. Dem brummten bald beide Ohren, als Marion ausschweifend und ohne Luft zu holen ihr Wissen vor ihm ausbreitete. Da braucht man bald Bohnen in die Ohren. Ja, meine Mutter sagt, ihr steckt dir keine Bohnen in die Ohren. Bohnen in die Ohren, Bohnen in die Ohren. Auch der Polizeichef klagt, wenn du hast Bohnen in die Ohren. Bohnen in die Ohren. Und so geht es mir auch heute. Ich hab Bohnen in die Ohren, Bohnen in die Ohren, Bohnen in die Ohren. Beim Vernehmen aller Leute hab ich Bohnen in die Ohren, Bohnen in die Ohren. Selbstverständlich wusste Marion, woher Jasmin die Kette hatte. Das war nämlich wie folgt gewesen. Jasmin war ja schon immer so ein Fan von Schlagermusik und deshalb an einem ihrer freien Nachmittage ins noble Konkurrenzhotel Thermenblick gegangen, um den dort logierenden Publikumsliebling Johnny Schlager abzupassen und eines seiner begehrten Autogramme zu erhalten. Schließlich hatte sie seine letzten 6 CDs gekauft und da wäre es doch recht und billig, dass er ihr diese signierte. Während Jasmin also im feudalen Entree des Promischuppens auf ihr Idol wartete, hatte sie logischerweise ausreichend Zeit, die Luxusartikel in den Vitrinen im Foyer zu bestaunen. Jedenfalls hatte Jasmin dort in einer der Auslagen dann diese wahnsinnig teure, sautolle Kette, ein Collier halt, entdeckt, die sie unbedingt haben wollte und sofort einen Plan entworfen, diese zu bekommen. Und von wem hat sie das Spruchstück also erhalten? Unterbrach Eckensberger Marions Endlosschleife. Wie soll ich das wissen? Entgegnete die redefreudige Kosmetikerin, aufgebracht und ein wenig zerknirscht zugleich. Sie haben doch angegeben, Sie wüssten, woher Frau Schachinger die Kette hat, zischte Eckensberger entnervt. Aus dem Thermenblick habe ich doch schon gesagt. Aber von wem sie sie bekommen hat, weiß ich nicht. Da hat sie ein großes Geheimnis drum gemacht. Wahrscheinlich von einem Mann, einem Verheirateten, wenn Sie mich fragen. Von Johnny definitiv nicht. Von dem hat sie nicht einmal ein lausiges Autogramm gekriegt. Sie verstehen doch, da war die Jasmin sauer wie ein ganzer Zitronenbaum. Lemon tree, very pretty, and a lemon flower is sweet. But the fruit of a poor lemon is impossible to eat. Lemon tree, very pretty, and a lemon flower is sweet. But the fruit of a poor lemon is impossible to eat. Eckensberger verstand und entließ Marion, bevor diese zu erneuten, im nichts endenden Ausführungen ansetzen konnte. Immerhin wusste er nun, in welche Richtung seine Nachforschungen laufen mussten. Hoffentlich erinnerte sich jemand im Schmuckladen des Hotels an den Käufer.